Florian Egli, Vizepräsident von Voraus und Doktorand an der ETH zum Thema erneuerbare Energie und Investitionen. Die Schweiz hat schon lange gesagt, dass Nachhaltigkeit eine grosse Priorität ist. Klimaziele nach dem Pariser Abkommen sind ambitioniert. Gleichzeitig braucht der Schweizer Finanzplatz eine neue Ausrichtung. Diese zwei Sachen bringen wir hier zusammen, und zwar zum ersten Mal einerseits von einer Policy-Perspektive heute und dann in zwei, drei Wochen von einer Produktperspektive. Es braucht nämlich zwei Sachen, es braucht Rahmenbedingungen und es braucht Produkte für einen erfolgreichen Schweizer Finanzplatz, der auf Nachhaltigkeit setzt. Ich hoffe, es kommen heute gute Ideen raus, wie das die Rahmenbedingungen gestaltet werden können, damit der Schweizer Finanzplatz neue, innovative und nachhaltige Produkte entwickeln kann. Ja, mein Name ist Roland Cortivo, ich arbeite bei der Swisscom im Bereich Fintech. Ich finde das Format, das heute stattfindet, finde ich extrem spannend. Ich bin überrascht, dass es überhaupt so ein Format gibt. Ich finde es sehr sinnvoll. Ich denke, wir sollten versuchen, auch in der Schweiz mit Fintech-Technologie, sollten wir versuchen, einen ökologischen Beitrag leisten. Ich denke, dass wir das in der Vergangenheit ein bisschen verpasst haben, und ich habe fast das Gefühl, dass wir eher aufholen in der Schweiz. Und ich versuche möglichst mein Wissen, einerseits im Bereich Fintech, aber auch mein theoretisches Wissen, das ich als Umweltingenieur hier in die Runde einzubringen. Mein Name ist Iro Villagen, ich bin CSR-Berater bei Raiffeisen, insbesondere im Bereich Kernprodukte. Raiffeisen ist Sponsor dieses Anlasses hier in Bern. Und wir erwarten uns von den Experten hier neue, erfrischende Sichtweisen auf die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Mein Name ist Sabine Döbbeli, ich bin die Geschäftsleiterin von Swiss Sustainable Finance. Bevor ich zu diesem Workshop kam, habe ich mich darauf gefreut, mit sehr vielen qualifizierten Leuten an diesem spannenden Thema zu arbeiten. Und ich habe mir erhofft, dass daraus auch sehr kreative Lösungen entstehen. Jetzt nach dem Event muss ich sagen, das ist eingetroffen. Wir haben ein paar ganz kreative Lösungen, denke ich, erarbeitet. Die Herausforderung wird sein, dass diese Lösungen vielleicht nicht so einfach gerade auf Fintech-Ebene umsetzbar sind. Ich sehe noch nicht ganz die Brücke zu dem Hackathon. Woran kann man jetzt wirklich programmieren? Aber vermutlich werden das die Leute im Hackathon dann selber lösen. Ich bin der Fabian Steiner, ich bin von der kleinen Beratungsgesellschaft Forte. Und wir sind spezialisiert auf Digitalisierungsprojekte, unter anderem auch Blockchain, aber nur eigentlich in einem Nebenmandat. Mich hat sehr spannend gedacht, jetzt an diesem Event das Format vom Open Situation Room, das ich nicht kennt habe. Und bin sehr gespannt, wie das eigentlich außerhalb von einem Softwareentwicklungsprojekt jetzt halt funktioniert. Und bin jetzt sehr positiv überrascht auch gewesen, wie alle gut mitgearbeitet haben. Und dass wirklich eigentlich am Schluss ein paar sehr handfeste und brauchbare Ideen rausgekommen sind.